Ich gehe nämlich jetzt Korallenfarmen. Silk Touch und hier habe ich auch noch eine Diapickel Silk Touch. Und ich brauche Türen. Türen. Oh, 18 Türen reichen aus. Bist du gerade zu Hause bei dir? Ja. Kannst du hinlegen? Jupp, danke. Mein Boot. Hab ich nirgendwo. Magma Cube Spawner. Achso, Dings baue ich dann später auch noch weiter. Mobfarm? Die Mobfarm, ne? Die zweite Etage. Jo. So, dis. Ein Bötchen für den Ike. Und ich hoffe, dort steht ein Minecart drum, wo ich hin will. Jo, hier steht mein Kart, sehr schön. Hui. Ich kann mal gucken, wie es mit Enchantments aussieht. Jo. Oh meine Güte, was ist denn los mit mir? Unsicher Protection 3? Fire Protection 3? Naja, wenn du es noch machst, kannst du es auf 4 upgraden. Klar würde sich das lohnen. Jetzt habe ich Unbreaking Ground Cloud Protection 3 auf meiner Brust. Jo. Oh, Blast Protection 4 auf dem Helm nehme ich gerne. Und das gab's dann erstmal. So, irgendwo hier hinten waren die Korallen. Ist das Schneebiom? Hier kommt das eine Dorf, was ich gefunden hatte. Den da hatte ich schon. Da sind die Korallen. Als erstes mit Gold. Sagen, ich habe doch mehr als 11 Emeralds.
Das war's mit der Goldhacke. Du bist gerade nicht in Richtung Dorf gefahren mit dem Minecart? Nein, ich bin den anderen Tunnel unten gefahren, den Justin immer ausbaut. Hm. Ich gehe ein bisschen traden. Mach das. Wir brauchen ja immer noch so einen Mending-Villager. Genau. Ich glaube, auf dem liegt momentan das Hauptaugenmerkmal. Mhm. Deswegen werde ich auch vorher, bevor ich losfahre, beziehungsweise ich fahre jetzt nochmal zurück, mir ein paar Bücher mitnehmen. Ja. Hier schwimmt eine Menge an Korallenzeug rum. Hier gelbe will ich noch haben. Blaue will ich noch haben. So, wir haben hier rote Korallen. Aber das. Oh, hat Dako eine automatische Sugarcane Farm angefangen zu bauen? Weiß ich nicht. Zumindest danach aus. Irgendwie sieht die entweder noch nicht fertig aus oder sie ist kaputt. Wie gesagt, ich weiß es nicht, was er jetzt schon alles gebaut hat. So, ja, blau und hier kommt jetzt gelb. Wenigstens schwimmen keine Delfine rum. Aber ich höre unterirdisch Zombies, wow. Brain, das genau. Ah, okay. Überlegen, was fehlt mir noch? Ist das für Unterwasserlicht? Das.
Oh wow, wir haben Silk Touch jetzt bekommen. Das ist auf einer Schaufel nicht verkehrt. Ich hol mal ein paar Silk Touch Bücher. Yo. Ich hab 6 Silk Touch Bücher. Läuft. Noch Master kriegst du nur ein Name Tag. Verdammt. Meinst du, wir brauchen eine Silk Touch Villager? Nö, eigentlich nicht. Weil Silk Touch kriegst du auch zu einer bestimmten Prozentchance auf deine Werkzeuge. So, Villager wird gebrutzelt. Jo. Oder hatte der irgendwas anderes, was gut war? Unbreaking 2 und Silk Touch. Unbreaking 3 ist halt auch nicht schlecht. Ja, verdammt. Naja, ist ja nicht so wild. Nee, die liegen gerade im Bett, das ist das Problem. Ich kann den deswegen jetzt gerade nicht grillen. Ach so. Ja, warte, ich habe eine Idee, wie ich ihn grillen kann. Gelb brauche ich noch. Gelb habe ich hier. Er ist tot. Infinity. Nein, brauchen wir nicht. Nee, dann kannst du kein Mending mehr auf den Bogen schmeißen. Genau. Bookshelf auch nicht. Och nein, jetzt sind die Delfine gespawnt. Oh, das mag ich überhaupt nicht. Das brauche ich jetzt auch nicht wirklich, die Viecher. Die klauen mir doch wieder mein ganzes Zeug. So, davon haben wir 24, da 24. Ich brauche noch ein paar blaue. Mal irgendwo eine größere blaue. Ne, machen wir die hier. So. 21 blaue, mehr als genug rote, gelbe, Bubble und Brain. Mehr Korallensorten gibt's ja nicht. Gut. In die Richtung muss ich. Lure 2, nein, sowas brauchen wir nicht. Draco, kannst du pennen? Ja, mach ich gleich. Eigentlich bist du erkunden. Bei dem Korallenriff, was ich gefunden hatte. Ach so. Wo der unterirdische Tunnel von Justin hinführt. Da habe ich jetzt mal ein bisschen Korallen gefarmt. Lass mich in Ruhe. Aus. Aus. Kannst du möglichst schnell deine Sugarcane Farm fertig bauen?
hatte sie schon fertig. Wie? Ich hatte sie schon fertig, nur dann ist mir hinter mir ein Creep explodiert. Okay, weil da kein Wasser und nichts ist. Ich weiß. Dann musste ich es ja nochmal, aufgraben, damit ich an die Schienen komme. Und. Weil dadurch ist das Wasser runter zu den Schienen geflossen und. Und. Ja, ich hab gefühlt fünfmal jetzt probiert, dieses Ding zu bauen. Zuckerrohrfarm. Das ist so einfach. Es ist einfach, nicht wenn da halt nicht immer irgendwer irgendwas kaputt machen würde, irgendwann mal. Und dann lass es die doch nicht kaputt machen. Wie soll ich das kontrollieren? Indem du ausleuchtest. Mit Glowstone. Hab ich. Soll ich sie mir gleich mal angucken? Sie funktioniert ja, ich weiß es. Nur ich muss sie ja dann immer wieder, ich hab ja immer nur eine halbe Stunde. Wow. In Justin seinem Tunnel ist ein Skelett gespawnt. Na, hier in dem. Wir brauchen nie wieder Silk Touch auf Support Darko. So, mal eine ganz kurze Frage an euch. Der Justin baut hier unten im Tunnel weiter. Soll ich dem hier aus Spaß mal einen Shopkeeper hinstellen? Kannst du dem Shopkeeper eine Bossleiste geben? Nee, ich glaube nicht, weil das kann man nur mit NPCs. Schade. Und jetzt einfach den so weit hinten in den Tunnel reinstellen, bis man den nicht auf Anhieb sieht und dann da einfach ein Wither. Na, ich weiß ja nicht, wo er spawnt. Ja, aber wenn er da unten weiter ausbaut. Ja, er muss ja dann trotzdem hin und her fahren, weil vorne sind ja... Ich setz ihm das doch einfach ins Haus rein. Das ist für ihn Schreck genug. Nee. Der kann jeder mögliche Gestalt annehmen, oder? Der Shopkeeper? Ja. Jedem, die ich gebe. Aber mach mal einen Wither da rein. Wither? Nee. Ich hab mir jetzt auf halber Strecke hier zwischen den ganzen Dingern einfach mal eine Blaze hingesetzt. Warum denn kein Wither? Kann man die Shopkeeper töten oder was? Nein, kannst du nicht. Aber bei einer Wither oder beim Wivern würde er direkt wissen, das stimmt irgendwas nicht. Bei einer Blaze könnte man noch davon ausgehen, dass er es glauben tut. Ach, Darko? Mhm? Du hast deinen Anteil an Agent Priest bekommen. Ist direkt vor Kopf in der Kiste. Vor Kopf in der Kiste? Wenn du ins Haus reinkommst, direkt gegenüber der Tür ist ja so eine Kiste, eine einzelne. Ach so. Und da habe ich es reingelegt. Ach, danke. Ich habe dir sogar mehr gegeben, als Ike meinte, sie, dass der Zucker, das Gunpowder wert gewesen war. Yep. Ike sagte, ich soll dir 2 geben. Nee, ich hab gesagt, du könntest für ein, so ein Rohblock, einen kompletten Stack Diamanten zum Beispiel verlangen. Ja, ab sofort. Also das erste Mal geben ist billig, beim nächsten Mal behalte ich mehr ein. Es ist so, danke, dass sie den Service für 2 Gamer Farm Agent of the Beast genutzt haben. Das war ihr Kennenlernangebot. Ich bin mal kurz auf Toilette. Yep. So. Hä? Ach Gott, da ist ja was drauf, was ich nie anziehen würde. Muss ich die irgendwann vernichten. Ich freue mich jetzt schon hier weiterzumachen.
Wo denn? Im See. Ah oh, je. Sah, das ist das größte Projekt, was ich bisher hatte. Von den Bauprojekten. Ich war wieder da. Nacka, wo bist du gerade? In meinem Haus. Okay. Ich hab Geschenke zu verteilen. Erstens, wofür braucht man so viel Silk Touch? Zweitens, danke. Drittens, ich hab 6 Stück. Woher hast du die? Das letzte Dings von unserem Librarian, den wir da hatten. Ach so. Ach, ja, der ist jetzt. Der Ding gibt's übrigens nicht mehr. Ich hab den komplett gemaxed. Das war das letzte. Ich hab den jetzt 6 Silk Touch Bücher abgekauft. Du kriegst 2, Ike krieg 2, ich krieg 2. Und den Leiter nicht. Ich mach das nicht häufig genug online, sonst würde ich dem auch noch welche geben. Vielleicht kriegt Justin auch welche. Mal gucken. Weil ich brauche nicht unbedingt Silk Touch. Und du hast ihn dann halt geklatscht, oder? Ja, ich habe ihn danach. Nee, ich habe ihn nicht geklatscht, ich habe ihn abgefackelt. Ja, gut. Draußen ist eine Kiste, da kannst du reinschmeißen. Tier 2, machst du dann wieder den nächsten? Dass man den Zeit zu Zeit wieder hochfällt. Ist schon eine Arbeit, aber wir brauchen jetzt gerade Sugar Canes. Beziehungsweise Paper.